Dein Studio ist hier drin? Abwarten, wirst schon sehen. Na komm. Ich finde sie irgendwie unheimlich. Unten im Studio ist es viel freundlicher als hier. Vertrau mir. Sehr großartig. Aber Porträts sehe ich keine. Was glaubst du, warum habe ich wohl Boote aufgenommen? Weil sich leblose Gegenstände unkomplizierter fotografieren lassen? Falsch, weil es Leute gibt, die viel dafür bezahlen. Aber Landschaften? Es ist eben eine Art Kunstfotografie. Aber natürlich fotografiere ich auch Menschen. Hey, wen willst du denn damit erschrecken, sag mal? Niemanden, das ist unverkäuflich. Das bleibt ganz sicher in meiner privaten Sammlung. Also, was ist? Zeigst du mir jetzt deine Porträts? Die Sammlung ist sehr exklusiv. Glaubst du, ich bin gut genug? Ja, du bist perfekt. Du bist verrückt! Lass mich! Das Licht aus! Dad, was suchst du denn hier? Ich habe nach dem Boiler gesehen. Das ist wirklich sehr nett, Dad, aber er funktioniert. Als ob du das wüsstest. Dad, wie lange bist du schon hier? Lange genug. Keine Sorge, ich störe dich ganz bestimmt nicht bei deiner Arbeit. Sag mir bitte in Zukunft, wann du kommst. Einen Scheiß werde ich tun. Ich habe diese Räumlichkeiten besorgt. Vergiss das bitte nicht. Ich fühle mich verantwortlich. Wenn es dir nicht passt, dann kannst du dir ja bitte schön ein anderes, besseres Studio suchen. Ich will aber kein anderes. Dann beklag dich nicht. Sag einfach danke, Dad, für so ein mega großes Studio. Willst du auch ein Bier trinken? Ich habe jetzt frei. Ich möchte nicht. Hab zu tun. So, du hast zu tun. In einem Monat komme ich dann wieder vorbei. Und mach bloß keine Dummheiten.
Schaff dir bloß mal ein Telefon an. Was machst du denn so früh hier? Ich bin hier, um Geld zu verdienen. Aber Richard, ich... Die Soiree ist morgen Abend. Ich bin aber leider noch nicht fertig. Das erzählst du seit Jahren. Du kannst sowas nicht ablehnen, verstehst du? Es geht um Geld, hm? Alles, was du tun musst, ist eine bestimmte Brücke fotografieren, und zwar heute, Punkt 12 Uhr. Und mein Auftraggeber will nun mal morgen Abend deine Bilder ausstellen. Du wirst die Brücke fotografieren, es ist wichtig für deine Karriere. Was für mich wichtig ist, bestimme wohl ich. Wenn ich bloß wüsste, was mich an dieser Aufnahme so fasziniert. Ach, dieses Motiv hier habe ich für die Einladungskarten benutzt. Ich hoffe, es war dir recht. Ich hatte dir doch ausdrücklich gesagt, dass dieses Bild unverkäuflich ist. Na schön, mach ruhig noch mehr für deine private Sache. Ich brauche mehr Zeit. Für die Vorbereitung. Die Zeit haben wir nicht. So eine Möglichkeit müssen wir unbedingt ausnutzen, verstehst du? Nein. Ah, du sagst nein? Hey, Alter, da habe ich mich wohl verhört. Du wirst ein Bild von dieser Scheißbrücke schießen. Und zwar jetzt. Wir haben morgen die einmalige Gelegenheit, Jacob, deine Bilder zu zeigen. Und sie werden sie kaufen. Ich krieg meine Provision und du die Aufmerksamkeit, um endlich in Galerien ausstellen zu können. Comprende, amigo? Hm? Wo ist diese Brücke? So mag ich dich. Hey. Dürfte ich Sie bitten, kurz die Brücke zu verlassen? Wieso denn? Das war's schon. Ich muss mich bei Ihnen bedanken. Das müssen Sie nicht. Übrigens, ich bin Amy. Amy? Ja, ein französischer Name. Sind Sie Französin? Nein, aber meine Eltern stehen auf Paris. Machen Sie eigentlich Kopien oder Abzüge von Ihren Bildern? Ich bin nämlich auf der Suche nach einer schönen Schwarz-Weiß-Aufnahme. Meine Freundin sammelt sowas. Ja, ich denke, da habe ich welche. Cool, ist ja fantastisch. Ich möchte sie unbedingt mal sehen. Wäre das möglich? Ja, sicher, sie sind in meinem Studio. Ist das in der Nähe? Darf ich sie mal sehen? Ja, sehr gerne. Gehören diese Räumlichkeiten Ihnen? Nein. Schön wär's. Ich arbeite hier. Ganz allein? Ja. In der Nacht würde ich hier aber bestimmt kein Auge zukriegen. Da hätte ich Angst. An das blutgierige Monster, das hier nachts rumschleicht, habe ich mich gewöhnt. Ihre Fantasie muss ja unerschöpflich sein. Ich habe keine. Es ist ausgeschlossen, solche Bilder ohne Fantasie zu schießen. Ich nehme, was da ist. Es ist ausschließlich ein technischer Vorgang. Die Einstellung der Belichtungszeit, die Auswahl der Chemikalien. Aber Sie müssen die Motive wählen. Da gibt's eine alte Regel. Wenn was optisch gut rüberkommt, einfach draufhalten. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich sagte nicht, es sei einfach. Ich sagte, es ist rein technisch. Haben Sie Kopien? Jede Menge. Ich liebe das Bild hier. Es ist wirklich außergewöhnlich. Sie haben Geschmack, das freut mich.
Williams Design. Hallo, Richard. Oh, Mr. Wagner. Freut mich, dass Sie anrufen. Kommen wir gleich zum Punkt. Hat Jacob um Punkt 12 das Foto gemacht? Selbstverständlich. Ich denke, Sie werden damit zufrieden sein. Das hoffe ich auch. Ich bin sehr gespannt, wie meine Frau darauf reagiert. Glauben Sie mir, sie wird total begeistert sein. Beschreiben Sie es mir. Wissen Sie, ich habe es leider noch nicht gesehen. Sie haben es nicht gesehen? Nein. Aber ich habe vor, sämtliche Bilder morgen Nachmittag bei Jacob abzuholen. Ich möchte ein paar Abzüge vorher sehen. Okay. Ich werde Jacob schon früh morgens sehen. Ich bin sicher, er macht ein paar Abzüge. Sehr schön. Rufen Sie mich an, Richard. Alles klar. Bis bald. Was zum Teufel tust du denn hier? Nichts, wieso? Du solltest abhauen. Du sagst mir, was ich tun soll? Ich fühle mich total beschissen. Du bist ein Waschlappen. Du warst als kleiner Pisser schon ein Warmduscher. Bist du betrunken, Dad? Kümmere dich um deinen Scheiß. Ich muss zurück ins Studio. Aber sicher, ich halte dich nicht auf. Ich habe hier noch was zu tun. Ich verschwinde erst, wenn ich fertig bin. Hm.
Jacob! Jacob, mach auf! Stürmische Nacht? Ich bin ausgerutscht. So, so. Hast du das Bild von der Brücke? Ja, natürlich habe ich es. Sehr gut. Dann zeig mir doch mal die Abzüge. Ich habe noch keine gemacht. Ich kann warten. Du machst mir bitte augenblicklich ein paar Abzüge. Mein Auftraggeber will noch heute Abend was sehen. Klar? Fass bitte ja nichts an. Ich will nur sitzen, wenn's dir recht ist. Gleich. Bist du fertig? Ich möchte endlich was sehen. Es ist nicht gut. Was meinst du damit? Es ist nicht gut. Da ist was auf der Brücke. Was denn? Eine Person. Die habe ich leider übersehen. Es ist doch scheißegal, wenn da jemand zu sehen ist. Steve hat mir ausdrücklich gesagt, dass er ein Bild von dieser Brücke will, und zwar zum abgemachten Zeitpunkt. Und genau das hast du getan. Ich zeige keine Menschen auf meinen Bildern. Dann mach nochmal eine Aufnahme. Auf der Stelle, heute Mittag. Ich habe noch niemals ein Motiv zweimal fotografiert. Dann nimm das, was du hast. Ausgeschlossen. Hör zu, Jacob. Entweder du nimmst das Bild, das du schon hast, klar, oder du schießt sofort ein neues. Und glaube mir, ich habe überhaupt keinen Bock auf deine scheiß Entschuldigungen. Wenn du mir nicht gibst, was ich will, werde ich mich in Zukunft am Zeck halten. Und ich weiß, der Mann wäre niemals so undankbar. Was hast du mir zu sagen, Jacob, hä? Antworte mir. Okay. Wie gnädig. Was tun Sie hier? Ich schieße nur ein Foto. Von der Brücke? Ja. Ich finde sie abends schöner. Kommen Sie öfter hierher? Nein. Wirklich? Zu einsam? Ein Motiv ist für mich nur einmal interessant. Wieso denn? Weil Brücken sich nicht verändern. Nein. Ich stand vorhin drauf. Ist das keine Veränderung? Menschen zu fotografieren interessiert mich nicht. Wie schön, dass ich gleich verschwunden bin. Ich will jetzt los. Darf ich Ihren Namen wissen? Bill. Bill Harris. Bill? Ich bin Laura. Sie hatten wohl einen Unfall. Ich muss jetzt gehen. Ja, sicher. Thank you.
Du bist nicht mal imstande, gewisse Dinge geheim zu halten. Dad, ich hab nichts zu verheimlichen. Wie viele Menschen hast du getötet? Was? Setz dich hin und halt die Klappe. Na, setz dich schon. Und auf die Todesspritze kann ich verzichten. Wer weiß es außer dir? Niemand sonst. Und ich hab bestimmt nicht vor zu plaudern. Doch würde ich unbedingt gern wissen, wieso. Wieso? Warum tust du das? Keine Ahnung. Nur du weißt wieso. Hör zu, ohne mich wärst du nicht auf diesem Planeten und bestimmt gäbst da nicht so viele Tote zu beklagen. Ich habe das Recht, es zu wissen, also wieso? Was willst du denn hören? Die üblichen Klischees? Wie wär's mit genetischer Veranlagung? Blödsinn! Na klar, du warst ein feiner Kerl. Also beschuldigst du mich für die Morde? In meiner Kindheit hast du mich fast täglich im Suff verprügelt. Und soll ich dir sagen, wieso? Es ging mir nur um Disziplin. Du kannst es von mir aus nennen, wie du willst. Mein Vater war auch ein strenger Mann. Aber habe ich deswegen auch blutrünstige Morde begangen? Also wieso? Verdammt, ich weiß es nicht. Das solltest du aber, du Idiot. Es passiert einfach. Ich kann nicht damit aufhören. Du willst nicht damit aufhören. Ich will nicht darüber nachdenken. Machst du doch längst. Aber es hilft leider nicht weiter. Wenn du mir unbedingt noch was zu sagen hast, dann bitte jetzt!
May! Ich weiß, dass du noch am Leben bist! Es gibt nur einen Weg, der hier rausführt, aber ich habe den einzigen Schlüssel, hörst du? Ich dachte fast schon, wir haben sie verloren. Was war das? Eine Dosis Adrenalin. Wo bin ich? Hat sich schon mal ein Arzt Ihre Wunde angesehen? Nein. Leiden Sie gelegentlich an Schwächeanfällen? Nein, allerdings ist da oft so ein Gefühl, als würde mir der Schädel platzen. Und ist da noch was? Ich sehe verrückte, eigenartige Dinge. Dinge, die nicht real sind. Wenn ich das nur wüsste, ob sie real sind oder nicht. Sie haben nur eine kleine Platzwunde. Kann eine Platzwunde Halluzinationen auslösen? Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Sie kriegen eine Spritze und alles ist okay. Was? Nur ein leichtes Beruhigungsmittel. Wie sind Sie reingekommen und wieso sind Sie eigentlich hier? Sie haben mich angerufen. Ich habe doch gar kein Telefon. Locker lassen. Was ist das? Sie bekommen ein Sedativ. Nein! Willkommen, du Arsch. Was ist denn passiert? Was passiert ist? Du warst bewusstlos, betrunken. Wie kommst du denn hier rein? Ich habe einen Schlüssel. Was? Ich habe ihn halt nachmachen lassen. Sei doch froh, sonst wärst du immer noch bewusstlos. Also, wo ist mein Brückenfoto? Oh, die Brücke. Das darf doch nicht wahr sein, hm? Du hast es immer noch nicht. Ich mach's gleich. Klar. Ich würde dir nun raten, deinen Hintern in Bewegung zu setzen. In genau 2 Stunden werde ich es abholen. Ich werde den Abzug einpacken und sofort zu meinem Kunden fahren. Und vergiss am Abend bloß nicht das verdammte Original. Und versuch, wie ein Mensch auszusehen. Warte! Was ist denn? Lass mich bitte die Aufnahmen verpacken. Verstehe. Wie du willst. Hallo? Ah, Zack, es freut mich, von dir zu hören. Eine Sekunde noch, bleib dran. Du bist in 10 Minuten damit fertig. Okay, Zack, da bin ich wieder. Ich hätte dich heute sowieso angerufen. Na, alles klar? Musik.
bist also um 7 Uhr mit dem fertigen Foto bei dieser Soiree. Und bitte keine Ausreden. Und pass auf die Bilder auf. Du kannst mir vertrauen. Hey, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann wirst du ein Star. Gibst du mir den Schlüssel? Oh. Glaubst du, etwa ich räume deine Bude leer? Na schön. Hier. Ich brauche ihn sowieso nicht. Wir sehen uns dann um 7 Uhr. Entweder du bist da oder du suchst dir einen neuen Agenten. Jacob sein. Das ist Mr. Wagner. Freut mich, Sie kennenzulernen. Und vielen Dank, dass ich meine Arbeiten hier ausstellen darf. Ich bitte Sie. Ich muss Ihnen danken. Denn ohne Ihre Werke bekämen die Leute nur Familienporträts zu sehen. Und ich würde nicht mein Bild haben. Schön. So sah also die Brücke gestern genau um Punkt 12 Uhr aus. Das könnte man so sagen. Für Jacob ist es enorm wichtig, das Objekt in seinem natürlichen Zustand zu belassen. Und alles Artifizielle möchte er tunlichst vermeiden, um nichts zu verfremden. Ja, ich habe von Ihrem spezifischen Stil schon gehört. Eine Kopie der Wirklichkeit. Aber so wollte ich es ja haben. Nur schade, dass niemand drauf ist. Was? Die proportionale Aufteilung schreit förmlich nach Leuten. Zu viel toter Raum. Ich würde nie Models engagieren. Natürlich nicht. Wenn zu dem Zeitpunkt keiner da war, als sie das Foto schossen, war eben keiner da. C'est la vie. Ich möchte Ihnen jetzt gern meine Frau vorstellen, bevor die Gäste kommen. Mm. Darling, ich würde dir sehr gern jemanden vorstellen. Den Agenten Richard Williams kennst du ja schon. Hallo, Richard. Wie schön, dass wir uns wiedersehen. Das ist der Künstler, von dem ich Ihnen erzählt habe. Ich kenne ihn schon, Bill Harris. Jacob. Freut mich sehr. Ich bin Laura. Also dann, ich habe noch etwas zu erledigen. Jacob? Bitte gehen Sie nicht. Reden wir mal über Ihre fantastische Fototechnik. Ah, ich bin sicher, Jacob ist jetzt ganz wild darauf, über seine weltberühmte Fototechnik zu reden. Wechseln Sie eigentlich öfter, so plötzlich Ihren Namen? Ich lasse mich nicht gern ausfragen. Ganz bestimmt dachten Sie, die sehe ich sowieso nicht wieder. Könnte durchaus stimmen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mit Mr. Wagner verheiratet sind. Wieso? Nur so. Die Liebe gibt uns immer wieder Rätsel auf. Ich bin sehr überrascht, dass all diese Bilder von Ihnen sind. So ein merkwürdiger Zufall, nicht? Nur das Foto von der Brücke war noch nicht da. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es mitgebracht.
Es ist jetzt also hier. Es war ein Auftrag. Mr. Wagner, Ihr Mann, wollte es unbedingt heute Abend haben. Also Steve wusste von diesem Foto? Er hat den Auftrag gegeben. Ich bin überrascht. Wahrscheinlich fasziniert ihn die Brücke aus irgendeinem Grund. Aber Steve war ganz bestimmt noch niemals dort. Ich glaube, er wollte es für Sie. Das könnte gut möglich sein. Wieso wünschen Sie sich den Tod? Was? Diese Dinger hier, die werden Sie noch töten. Ich möchte reingehen. Sicher. Glaub mir, das wird sich bestimmt bald ändern. Ich verspreche dir, ich werde mich für den Rest des Abends nur auf Steve konzentrieren, okay? Schön, dass es war ein himmlischer Abend. Sind Sie der Fotograf? Künstler. Fotograf klingt zu vulgär. Wann haben Sie das Bild gemacht? Warum fragen Sie? Ich bin eben neugierig. Nun kaufen Sie es eben schon ab und alles ist gut. War jemand bei diesen Booten? Sehen Sie jemanden? Bevor Sie das Bild schossen. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich finde, es sind die Reflexionen, die das Bild zum Leben erwecken. Und glauben Sie mir, der Preis, mein Gott, der ist geradezu lächerlich. Was müsste ich zahlen? $600 und ich finde, das ist... Ich nehme es. Ich würde Sie gern mal in Ihrem Studio besuchen. Ich denke, sowas lässt sich arrangieren. Nein, mein Studio ist mir heilig. Es darf da niemand rein? Nein. Nicht mal Ihre Freundin? Nun, ich habe keine. Da tun Sie mir aber leid. Na schön, dann werde ich jetzt mein Bild mitnehmen. Nein. Wieso nicht? Der Abend ist da gelaufen. Der Rahmen passt nicht. Leider hatte ich für heute keinen besseren. Den Rahmen finde ich gerade gut, ich will ihn. Er will ihn. Ich werde Ihnen das Foto dann zusenden. Ich will mein Bild. Ich habe immerhin bezahlt. Jacob. Ich verzichte darauf. Ich bin Ihnen wohl nicht gut genug. Nein, wo denken Sie denn hin? Meine Herren? Ich möchte bloß das Bild hier kaufen. Es ist unverkäuflich. Aber das stimmt doch gar nicht. Wurden Sie überhaupt eingeladen? Natürlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich kann mich nicht erinnern, Sie vorhin hier gesehen zu haben. Ich kam später. Dann sollten Sie früher gehen. Hören Sie, Miss, ich... Mrs. Wagner. Sollen wir die Polizei holen? Oder gehen Sie freiwillig? Ist nicht nötig, ich gehe schon. Hast du den Verstand verloren, du blöder Arsch? Hey, Mister, warten Sie. Das hat mir sehr gefallen, Bill. Es war ein langer Abend. Ich werde jetzt packen.
Du brauchst ein besseres Schloss an deiner Tür. Was zur Hölle tun Sie hier? Du warst nicht sehr hilfreich bei der Party. Los, raus hier! Wieso? Was willst du tun? Die Bullenarschlöcher benachrichtigen? Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Das ist, wie du sicher weißt, Gail Hatzell. Laut Zeugenaussagen wurde sie das letzte Mal gesehen, als sie mit einem Fotografen redete, und zwar bei diesen Booten. Die Familie hat selbstverständlich eine Belohnung ausgesetzt. Als ich dann gestern begann, erste Nachforschungen anzustellen, da fiel mir diese Einladung in die Hände. Was für ein Zufall. Aber Sie sind hier ohne irgendeine Befugnis. Da ich kein Kopf bin, brauche ich auch keine. Ich will nur wissen, ob sie noch lebt und wo du sie versteckt hast. Natürlich lebt sie noch. Wenn ich das Foto hier sehe, bezweifle ich das. Sie steht unter Drogen. Ach ja? Gehen Sie mal rüber zum Tisch, da liegt ein Koffer. Darin ist ein schwarzer Behälter, in dem Sie eine Spritze finden. Mit so einer Spritze habe ich Gail betäubt. Ich habe sie nur ruhig gestellt. Bestimmt auch vergewaltigt. Aber sicher. Und weil sie so gut war, habe ich sie und behalten. Ist sie? Die hübsche kleine Gail liegt eingesperrt im Keller. Doch ich habe sie nur ruhig gestellt. Ich lasse sie aber gelegentlich auch raus. Hey, du bist echt krank, du Vollidiot. Du führst mich jetzt zu ihr. Und was springt für mich raus? Dein Leben. Qualitativ ist das Foto exzellent, doch ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sich eine Person auf der Brücke befindet. Warum haben Sie mir denn nicht gesagt, dass Sie unbedingt eine Person auf dem Foto haben wollen? Weil ich dachte, es sei nicht nötig, denn ich wusste ja, dass sie um Punkt 12 auf der Brücke sein würde. Also, ehrlich gesagt, da war ja auch jemand um 12 auf der Brücke. Also doch. Und warum ist sie nicht auf dem Foto? Jacob war der Meinung, dass eine Person nicht in das Konzept passen würde, also hat er später nochmal eine Aufnahme gemacht. Es ist also gar nicht von gestern. Nein, aber ich... Verdammt nochmal! Ich habe für eine Aufnahme bezahlt, die die Brücke zeigen soll, und zwar um Punkt 12 Uhr. Exakt so, wie sie war. Doch ich habe nicht bekommen, wofür ich bezahlt habe. Nun, das erste Foto existiert ja noch. Ich möchte es noch heute haben. Ich kann es aber erst morgen früh bringen. Ich will es. Ich will es unbedingt haben. $1,000, wenn ich das Bild um 8 Uhr kriege. Ich werde pünktlich sein. Sollten Sie später kommen, gehen Sie leer aus. Das wird nicht passieren. Hallo, Darling. Deshalb hast du mein Auto genommen. Darling, möchtest du etwas trinken? Wie lange weißt du von A-May? Lange genug. Warum dieses Foto? Ich dachte, du liebst Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Quatsch, du wolltest den Beweis. Meinst du? Hör zu, ich weiß es doch schon längst. Im Grunde wollte ich eigentlich nur sehen, wie du auf dieses Foto reagierst. Ich wollte sehen, wie du dich in deinem Lügennetz verhedderst und hilflos darin rumzappelst. Das funktioniert so nicht. Und außerdem ist dein Plan nicht aufgegangen. Ich weiß.
Aber daran ist nur Jacob schuld. Wo ist sie eigentlich? Amy? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wieso? Mir scheint, du hast wohl den dringenden Wunsch, sie zu sehen. Wie gut du Bescheid weißt. Darum bist du immer so nervös und gereizt. Du bist doch sonst so souverän und cool. Aber glaub ja nicht, ich würde dir verzeihen. Du weißt doch, ich war es immer schon gewohnt, um alle meine Besitztümer zu kämpfen. Verdammt! Du bist wohl verrückt geworden! Nein, ganz im Gegenteil. Laura, was soll das denn? Das Spiel ist aus. Die Belohnung, wie hoch ist die? Du kannst diese Summe sowieso nicht zahlen. Hör zu, Fettsack, ich verdopple sie. Du bist ein kranker Spinner. Na schön, dann spiel den Helden. Bring das Mädchen zurück und schieb dir die fette Kohle ins Arschloch. Wenn Gail noch lebt, reden wir weiter. Aber... Ganz ruhig. Zuerst. Gail ist da drin. Du bleibst da liegen, hörst du? Gail, bist du da drin? Ich glaube fast, du möchtest mich verarschen. Nein, sie ist da drin. Ich gab ihr eine Spritze vor der Party. Du rührst dich nicht von der Stelle.
mich verdammt nochmal zu Tode erschreckt. Wie kommst du denn hier rein? Die Tür war unverschlossen. Was? Bist du okay? Hast du vielleicht jemanden gesehen? Nein, wieso? Und was ist damit? Das ist das Negativ, aber das Erste von der Brücke, verstehst du? Da ist doch jemand drauf. Korrekt. Das Neue ist doch besser, Richard. Doch nicht für Mr. Wagner. Er möchte nun mal das hier. Mach einen großen Abzug davon. Ausgeschlossen. Er zahlt $1,000, wenn er es morgen früh hat. Hör zu, ich kann nicht. Ich kann diese Scheiße nicht mehr hören. Du machst diesen Abzug und damit basta. Ich folge nur meinen Prinzipien. Vergiss mal den künstlerischen Anspruch, Alter. Den abgedrehten Fetisch hast du ja verschwiegen. Aufnahmen von hübschen Frauen, die wie tot aussehen. Warum hast du mir darüber nichts gesagt? Das Zeug hier würde sich gut verkaufen. Kontroverse Kunst ist meistens ein Renner. Auf jeden Fall müssen alle diese Bilder an die Öffentlichkeit. Glaub mir, du wirst der berühmteste Starfotograf der ganzen Kunstszene. Hallo? Richard, sind Sie bei Jacob? Ja, ich bin in seinem Studio. Wo ist das? In der alten Kleiderfabrik. Richard, sind Sie noch da? Ey, mach keinen Scheiß. Tony, komm schon raus! Komm, zeig dich! Du? Seit wann bist du hier? Ich war gar nicht fort. Verdammter Bastard! Du und Tony, ihr teilt euch wohl die Belohnung! Ich habe eine große Belohnung verdient. Natürlich, du hast mich immer nur verscheißert. Los, sag mir, wo meine Leichen sind! Mein Gott, woher soll ich... Wo sind sie, Vater? Ich weiß nur, wo eine liegt. Ah!
Scheiße! Was machst du denn da? Steh auf! Mann, ich sagte, steh auf! Überraschung, Jacob. Er ist schon eine Weile tot, dein Alter. Was geht hier vor? Vor 2 Tagen, du erinnerst dich bestimmt noch. Ich kam noch mal zurück, als du die Kleine getötet hast. Ich sah sie weglaufen, bevor sie zusammenbrach. Vermutlich wusste ich zu viel. Doch möglicherweise hast du dein Leben lang darauf gewartet. Blutend fiel ich über das Geländer und blieb liegen. Erinnerst du dich daran? Nein! Ich schon sogar sehr gut. Wer bist du eigentlich? Verdammt, wenn ich das wüsste. Bin ich ein manifestierter Albtraum deiner dunklen Seele? Oder bist du etwa verrückt und dein Gewissen, sofern du eins hast, bestraft dich nun? Mag aber auch sein, dass du durch diesen Sturz schon längst tot bist. Mag aber auch sein, du bist nur bewusstlos und liegst im Koma, gefangen in deinem eigenen kranken Kosmos direkt an der Pforte zur Hölle. Ich halte es nicht mehr aus. Ich glaube, es ist scheißegal, ob ich nur eine Einbildung bin oder real, ob du tot bist oder noch lebst. Wie du es auch drehst und wendest, du wirst in der Hölle schmoren. Was willst du von mir? Wollen? Ich wollte dich zu einem richtigen Mann erziehen, aber du bist ja nur ein Wangenduscher. Ich halte mich ab jetzt lieber raus und werde mich dezent zurückziehen. Was soll das? Ob so oder so. Sie wird dich heute Nacht erledigen. Jacob, alles okay? Laura. Wieso antworten Sie mir nicht? Was wollen Sie? Ich hatte mit Richard telefoniert. Wo ist er jetzt? Er ist fort. Ist er nicht? Sein Auto steht draußen. Wie sind Sie hier hereingekommen? Die Tür war unverschlossen. Was ist hier los? Ist das der Typ von der Party? Ja, er folgte mir und hat mich bedroht. Es war Notwehr. Und was wollte er? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass er einen Knall hatte. Aber...
Das darf doch nicht wahr sein. Amy! Oh mein Gott, du hast sie getötet. Laura, das stimmt nicht. Steve hat dich angeheuert, sie zu töten. Nein! Nein! Nein, so war das nicht! Lüg mich nicht an, Jacob! Gibst du, du hast es getan! Du verdammtes Arschloch, lass mich los! Du Mörder! Du verdammtes Stück Scheiße! Los, lass mich los! Halt die Fresse! Wieso? Wieso hast du meine Elmay getötet? Ich hätte Steve wirklich einiges zugetraut. Aber bestimmt keinen Mord. Ihr Mann hat damit gar nichts zu tun. Er wollte dieses Foto. Wieso hast du Elmay getötet? Sag mir, wieso du sie umgebracht hast. Sie faszinierte mich irgendwie. Ich kannte dich anders. Richtig. Sie war was Besonderes. Du glaubst, ich liebe Frauen, aber das stimmt so nicht. Du solltest wissen, ich liebte nur eine spezielle Person und das war nun mal eine Frau. Hey, May. Durch sie fand ich die Liebe, die ich immer suchte. Weißt du, was Liebe ist? Oh nein. Das weiß
Weißt du ganz sicher nicht. Du hast überhaupt keine Gefühle. Sie kommt nicht mehr zurück. Nie wieder. Soll ich die Polizei holen? Ich denke, das macht wenig Sinn. Du hast doch nicht etwa Angst? Soll ich dir wehtun? Mir so unglaublich viel Schmerz zugefügt. Und dafür musst du jetzt zahlen. Mhm.